Es ist passiert. Open Mind hat vor kurzem den Kanal Tanzbär und Simon an Abonnenten eingeholt. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich nicht mal den Kanal Tanzbär und Simon. Das muss sich schleunigst ändern. Tanzbär und Simon ist der Kanal, den ich hauptsächlich mit meinem Kumpel Tanzbär betrieben habe, bevor diesem hier. Es ist echt krass, wir haben bei dem anderen Kanal so 3 bis 4 Jahre lang harte Arbeit reingesteckt, um die 25.000 Abonnenten zu erreichen, während es bei diesem hier nicht mal ein Jahr dauerte. Und das, obwohl wir bei Tanzbär und Simon sehr viel mehr Kooperationen mit extrem großen YouTubern gemacht haben. Der Grund dafür ist natürlich klar, Comedy-Kacke gibt es schon unendlich oft auf YouTube. Ein YouTuber, der über Drogen redet, nicht ganz so oft. Ich weiß, man sollte sich nicht selbst loben, aber ich schaue mir ab und zu unsere alten Tanzbär und Simon Sketche an und denke mir dann so, Scheiße, einige von diesen Sketchen waren echt verdammt gut und sauwitzig. Ziemlich gute Patronen. Dennoch haben die meisten dieser Sketche sehr wenig Aufrufe und erst recht wenig Kommentare, was ich sehr schade finde. Deshalb klickt doch mal nach diesem Video auf die in der Beschreibung verlinkten Playlist mit allen geilen Tanzbär und Simon Videos. Ihr scheint ja meinen Style zu mögen, deshalb bin ich mir sicher, dass die meisten von euch den Humor auf Tanzbär und Simon sehr feiern werden. Die Videos enthalten öfters sehr feine Special Effects, an welchen ich manchmal wochenlang gesessen bin. Und da, wie bereits gesagt, sehr viele dieser Videos kaum Kommentare erhalten haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Videos ein paar neue Kommentare beisetzt. Das Geile an YouTube ist ja, dass man dort seine Videos hochladen kann und dann direkt Feedback von den Zuschauern bekommt. Wenn es aber nicht so viel Feedback gibt, dann ist es nicht so erfreulich, also muss das bei diesen Tanzbär und Simon Videos nachgeholt werden. Generell liebe ich es, so lustige Sketche zu machen und das kommt auf diesem Kanal eindeutig zu kurz. Vor allem, wenn ich mir heutzutage die alten Tanzbär und Simon Videos anschaue, denke ich mir oft, damn, ich muss mal wieder so einen richtig geilen Sketch machen. Das heißt, ich werde mir vornehmen, auf diesem Kanal einige Sketche zu machen, die mit dem Thema Drogen zu tun haben und idealerweise auch auf komödiantische Weise die Missstände in der derzeitigen Drogenpolitik zeigen. 2 Videos habe ich ja schon gemacht, die ein bisschen in die Richtung gehen, aber es müssen auf jeden Fall sehr viel mehr werden. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle für die Anzahl an Abonnenten, die ich jetzt habe. Besonders dicke Thanks gehen raus an Mr. Trashpack und Just Ketchup Animation, die meinen Kanal auf ihrem gefeatured haben. Ja, checkt die Tanzbär und Simon Videos aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Und im nächsten Video geht es wieder normal um Drogen.